So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Stable Online. In der letzten Folge haben wir die Aufgabe der Baroness erledigt und haben die Galoppstrecke ausprobiert, die doch ein bisschen heruntergekommen ist. Und haben dann, ja, die liebe Sabine, die dort ganz elegant vor sich hin stolziert, kennengelernt. Und bei ihr haben wir aber den Verdacht, dass sie der unbekannte Reiter gewesen ist, der die Besitzurkunde von Thomas Morland gestohlen hat. Aber die hat uns nur ganz blöd angezickt und ja, uns runtergemacht. Aber die werden wir noch damit in Verbindung bringen können. So, jetzt muss ich mal kurz schauen, weil ich war nämlich ganz entsetzt, als ich nämlich die Laune unseres Nightstar nämlich gesehen habe, weil der ist überhaupt nicht gut gelaunt. Und ich möchte ja, dass er hochzufrieden mit uns ist. Obwohl es ja immer noch dunkelrot ist. So, was fehlt noch? Die Bürste fehlt noch. Und ich brauche, ja, Heu. Ich muss dann noch mal Heu kaufen gehen. So, jetzt tun wir den noch ein bisschen betüdeln. Kann ich denn die Laune von meinem Pferd steigern? Wie funktioniert denn das? Das möchte ich nämlich gar nicht sehen, dass es ihm eigentlich so, ja, so schlecht geht von der Laune her. Oh nein, es ist genauso schlimm, wie ich befürchtet habe. Verdammt, wie soll mir das nur der Baroness beibringen? Sie wird völlig ausrasten. Darum müssen wir uns später kümmern. Jetzt sollten wir etwas mehr Recherche betreiben. Deine nächste Mission wird es sein, rüber zum Ölfeld zu reiten und dieser Kanne mit ein wenig Öl der GID zu füllen, um es mit den Spuren aus unseren Proben zu vergleichen. Das Ölfeld liegt nördlich von hier, kurz vor der Galoppstrecke. Bitte pass auf die Leute der GID auf. Ich könnte es nicht ertragen, dich zu verlieren. Okay, Judy. Achtung, hole etwa. Oh Gott, nein, nicht die Musik. Oh nein, nicht die Musik. Oh nein, alles, das ist. Jetzt tut die bestimmt noch hier die Stimme von der ein. Genau. Jetzt setzt nämlich die Stimme ein und das war für mich immer ganz schlimm. So, Achtung, hole etwas Öl und bringe es zu Judy. Ich darf wahrscheinlich mich nicht erwischen lassen, oder? So, okay. So, warte mal. Ich will kurz gucken. Da ist Wasser. Okay, ganz schnell, schnell. Los, los, Nightstar, ganz schnell, ganz schnell. Okay, gut, das haben wir geschafft. Das haben wir geschafft. So, ganz schnell wieder weg von hier. Kann ich denn die Laune jetzt erhöhen? Das müsste ich mal googeln. Okay, das sollte reichen. Gut gemacht, Vivian. Weißt du, für mich bist du eine dieser Personen, die alles schaffen. Okay, also wir haben da diese sehr interessante Maschine im Stall, die Carney mal von einem Wissenschaftler aus Holland oder so bekommen hat. Ich kann mich nicht mehr genau an die Geschichte erinnern, aber interessant an der ganzen Sache ist, dass man mit dieser Maschine einfache Analysen machen kann. In unserem Fall mit dem Öl. Was du jetzt machen musst, ist die Maschine dazu benutzen, das Öl vom Ölfeld mit dem von der Weinrebe zu vergleichen. Verstanden? Ja. So, ach hier. Mal gucken, ob ich dafür auch absetzen. Nein, dafür muss ich nicht absetzen. Absitzen, absteigen. Ach ja, ich hab's wieder mit den Wörtern. So, dieser alte Kasten funktioniert immer noch toll. Lass uns schauen. Es sieht so aus, als hätten wir das gleiche Öl in beiden Proben. Nicht so überraschend, oder? Nein, eigentlich nicht.
Irgendjemand muss jetzt der alten Dame sagen, was hier los ist. Du wärst doch eine gute Übermittlerin, Vivian, glaubst du nicht? Du hast was anderes zu tun? Von wegen. Nichts ist wichtiger, als die Baroness von der Zerstörung der GID zu erzählen. Los geht's, reite rüber zum Weingarten und erzähle es ihr. Ja, genau, jetzt setze ich mich in die Nesseln. Tolle Freunde. Du schon wieder? Was ist denn jetzt los? Ich habe wirklich keine Zeit zu plaudern. Was? Das Öl der GID hat meine Boden und meinen Weinfehler kontaminiert. Deswegen bist du hierher gekommen? Ich wusste es. Wo sind die Neuigkeiten? Bitte komm nicht hierher, um mir Sachen zu erzählen, die so offensichtlich sind. Gut. Dann halt nicht. Ach, egal. Bitte entschuldige den kleinen Anfall, den ich gerade hatte. Du könntest mir mit etwas helfen, Vivian. Ich habe ein kleines Experiment, das ich gerne versuchen würde. Von einem anonymen Informanten habe ich erfahren, dass die GID ihre Ausrüstung auf einem illegalen Weg erhalten hat. Und ich rede hier von den Bohrinstrumenten. Was du jetzt für mich machen kannst, ist rüber zum Ölfeld zu gehen und die Seriennummern der Maschinen zu suchen. Schreibe die Nummern auf und bring sie mir. Du sollst nicht alleine gehen. Es gibt ein nettes Mädchen, das Sonja heißt. Sie wäre perfekt. Kennst du sie? Du findest sie draußen in den Weinfeldern. Sie untersucht dort Trauben. Okay, das mache ich natürlich. Ach nein, ich muss ja. Oh oh. Vielleicht kommt schon wieder die Meldung, ich darf mit meinem Pferd nicht hier hinreiten. Komme ich überhaupt hier durch? Ja, okay, gut. Nee, eine Sonja kenne ich, glaube ich, noch nicht. Wo sind die? Sie hier unten irgendwo? Hier ist die Türe. Yes, ich glaube, das war ja die Pauline. Hi, du willst die Reitstrecke ausprobieren? Ich guck zu, ich bin übrigens Pauline. Ja gut, dann mach ich jetzt mal die Rennstrecke. Oder die Reitstrecke. Ich will mal ganz kurz konzentrieren, nicht, dass ich irgendwo gegen reite. Aber das ist jetzt genau knapper bemessen. Jetzt habe ich nur ungefähr 14 Sekunden Zeit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fällt mir auch gerade ein, ich müsste mir auch noch mal einen Pony kaufen. Für die Ponystrecke. Weil ich gerade die Hindernisse sehe. Meine Güte, wie lang ist die denn? Hä? Achso, die war rot, weil ich von der falschen Seite, ne? Angaloppiert bin. Okay. So, ah, ich, Gott, ja. Gott, wann ist das vorbei? Das stresst mich gerade schon wieder. Kleines bisschen. Schöne ist ja, nur ich kriege ja XP-Punkte und nicht Nightstar. Das heißt, ich kann rein theoretisch wieder die Mittelstrecke nochmal reiten, nur damit der Nightstar endlich die Punkte bekommt. Oh, das ist die blöde Sabine. Guck mal, wie die guckt. Ich war bestimmt schneller als du. Blöde Kuh. Tolle Strecke, oder? Ich bin ziemlich stolz darauf. Ich meine, nicht, dass sie mir gehört oder so, aber du weißt schon, dass ich sie benutzen kann und so. Ich habe ein paar andere Strecken ausprobiert, aber keine kann mit dieser mithalten. Ich will nicht eingebildet klingen oder so. Ich bin einfach nur dankbar. Manchmal kann ich einfach nicht die Klappe halten. Naja, schön, dich zu sehen. Wir sehen uns dann später, Vivian. Ja,
guck mal, guck mal. Da guckt die schon. Mann, das war toll. Ich habe über unsere Unterhaltung nachgedacht. Und wir hatten einen schlechten Start, denke ich. Ich denke, ich habe mich einfach ein wenig unsicher gefühlt. Ich bin neu hier, weißt du? Wäre es zu viel, dich um einen kleinen Gefallen zu bitten? Warum fangen wir nicht von vorne an und lernen uns ein bisschen kennen, ja? Also, wie heißt du? Vivian. Hi, Vivian. Ich bin Sabine. Freunde? Oh Gott, guck mal. Also, wenn die schon so aussieht, dann will ich mit der gar nicht befreundet sein. Wirklich? Du machst es? Danke dir. Wir werden so viel Spaß zusammen haben. Ich bin so froh, dass wir das geklärt haben. Also, was machst du jetzt? Kennst du zufällig Justin Mullen? Du kennst ihn? Das ist super. Also, meine Theorie zu dieser Sabine ist, dass die sich jetzt nur mit uns anfreundet, um an Informationen ranzukommen, damit die dann mit den Herrn Campbell diese Informationen verwerten kann. Oder sie will sich an den Justin Mullen dran machen. Okay, also ich habe diesen Brief für Justin von einem unbekannten Verwandten. Er muss ihn erhalten, aber wie du weißt, bin ich nicht mit dem Land außerhalb des Landgutes vertraut. Naja, ich würde mich auf den Weg verirren. Du wohnst in Moorland, oder? Du willst zusammen dorthin reiten? Ich kann mich dort nicht sehen lassen. Ich meinte, ich kann mich dort nicht sehen lassen wegen meines Status. Ich muss mich in schickeren Gegenden aufhalten. Ich bin sicher, du hast Verständnis dafür. Bitte geh nach Moorland und gib Justin diesen Brief. Aber ich kriege jetzt mehr Geld für die Aufgaben, habe ich jetzt gerade festgestellt. So. Sonja. Nightstar, bitte abbremsen. Ja, ich bin Sonja. Warum? Die Baroness will, dass ich dich begleite? Natürlich komme ich mit. Trauben zu nassuren ist wirklich langweilig, also komme ich gerne mit dir mit. Hi, warum machen wir nicht ein Wettrennen zum Ölfeld? Och nein, kein Wettrennen. Ja. 0 XP. Es ist für mich ein Rätsel. Es ist wirklich. Guck mal. Und ehe der Nightstar wieder hier mal sich in den Galopp begeben hat, jetzt muss man mal wissen, dass ich dorthin muss. Aber die ist ja noch weit entfernt von mir. Da ist ja eigentlich alles sicher, dass ich mal das Rennen gewinne. Ich glaube, die Loretta damals, die hatte ja das verloren. Nee, ach Quatsch, ich hatte das verloren, sie hat das gewonnen. Bin ich jetzt eigentlich Mitglied von den Bobcats? Ach so, oh Gott. Was? Der letzte ist ein fertiges Huhn? Hä, wo ist sie denn? Ach, da, ach die kommt noch angeritten. Haha, ich war Erster. Okay, wir sind da. Bist du sicher, dass du das machen willst? Diese Öltypen sind überall. Wir könnten geschnappt werden. Ja, nee, ich will das eigentlich gar nicht. Lass uns das so machen. Du gehst und schreibst die Nummern auf, während ich schmiere stehe, okay? Halte dich einfach von diesen gruseligen Typen fern und alles sollte gut gehen. Höchstwahrscheinlich. Hier hast du einen Zettel und einen Stift. Oh nee, komm, jetzt machen wir. Schnell, 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 schnell. Mein Gott, Nightstar, dann, hallo. Oh. Ich drücke rechts, er geht nach links. Das ist genau das, was ich wollte. Genau wegen dir werden wir dann geschnappt werden. Was sehen die mich hier? Oder sind die blind? Oh Gott, schnell, 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 schnell. Ihr habt mich nicht gesehen. Ich bin überhaupt nicht hier. Na los, Nightstar, Mensch. Mach mal hier. Ich krieg sonst Panikattacken. Schnell, 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 schnell. Und los. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will einfach mal kurz rumdrehen. Und dann hier komplett quer. Da unten gibt es noch was.
Ich meine, die finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm, die Typen. Aber wie gesagt, wir hatten ja im Jovik Center. Oh, Mensch. Mach das jetzt hier. Hallo. Ach Gott. Ja, es tut mir leid, wenn ich ja vielleicht immer so ein bisschen rumpanike bzw. rumstresse. Aber das ist für mich einfach immer nur ja, eine absolute Katastrophe, wenn ich die Musik höre und dann diese Typen sehe. Aber wie gesagt, der Typ im Jovik Center sofort. Ja, Panik. Hast du alle? Oh Gott, ich bin so erleichtert. Ich habe mir fast in die Hosen gemacht. Ja, ich mir auch. Wir müssen so schnell wie möglich zum Landgut zurück. Auf geht's. Ach so, jetzt muss ich wieder gegen die rennen. Ja, genau. Jetzt hat die einen viel besseren Start. Los, Nates, das lassen wir uns nicht gefallen. Los, jetzt ziehen wir die aber richtig ab. Muss erstmal einer sehen hier. Nightstar. Ich bin ja auch ein ganz schlechter Verlierer, ne? Also, deswegen. Los, los. Die kriegt man, die kriegt man. Nightstar. Los. Ah, die, wenn die jetzt gewonnen hat. Kann man das nicht mal ein bisschen ausschildern? Los, nein, ich will nicht verlieren. Gott, Gott. Ach, ich hab gewonnen. Ach Gott. Mein Herz. Mein Herz. Mann, du bist echt schnell. Ja. Huch. Das hat also gut geklappt. Wir sind ein tolles Team, findest du nicht? Wie auch immer, ich muss jetzt zurück zu meinen Stallpflichten. Du sollst jetzt zur Baroness gehen. Wir sehen uns. 135 Erfahrungspunkte, wenn ich mal so viel für Nightstar bekäme. Wenn ich mal so ein Hardcore-Rennen machen muss. Hallo, hast du Sonja gefunden? Gut. Und meine Seriennummer? Oh, ich bin beeindruckt. Sehr gute Arbeit. Vielleicht werde ich dich für andere Missionen in der Zukunft benutzen. Du siehst, was du jetzt gemacht hast, kann in unserem Kampf gegen die GID sehr hilfreich sein. Danke vielmals, Vivian. Du hast heute sehr ehrenhafte Arbeit geleistet. Nur eine Sache. Nimm diesen Brief mit den Seriennummern und wirf ihn ein. Der Briefkasten ist am Eingang des Landguts. Es ist an meinen Sohn adressiert, der in Jovik City wohnt und dort für den Stadtrat arbeitet. Er wird herausfinden, ob da irgendwas mit diesen Bohranlagen nicht stimmt. Ich habe das Gefühl, dass Herr Kempel sie nicht auf legalem Wege erworben hat. So. Ich muss sowieso mal schauen, wie ich das mit den Aufgaben machen werde. Ob ich erstmal Silverglade komplett abfrühstücke und dann nach Moorland gehe oder andersrum, bis ich dann gar keine Ausrufezeichen mehr habe. Der Brief ist jetzt im Briefkasten und wird bald in den Händen des Sohnes der Baroness sein, der beim Jovik Stadtrat arbeitet. Gut. Ich habe jetzt sowieso wie heißen das? Die Uhr. Das heißt, ich kann erst morgen wiederkommen. Nilor. Gutes. Ist ja auch noch was. Hier ist ja noch da. Gut, da reiten wir jetzt mal zu Silverglade. Oder nach Silverglade. Dann werde ich vielleicht dann nochmal die Strecke vom, Gott, wie heißt der? Steve? Vom Steve nochmal durchschreiten, dass vielleicht Nightstar die Folge oder nächste Folge definitiv eine Stufe aufsteigt. Damit der kleine Kerl ein bisschen wendiger, schneller und mehr Ausdauer hat. Und vielleicht schaffe ich es jetzt auch noch eine Stufe aufzusteigen. Bei jedem Mist reitet er durch und ich denke mir so, ja gut, ja, bei der, wie nennt man das? Ist ja keine Absperrung, das ist ja irgendwas anderes. Ja, der wird schon durchreiten, aber dass er halt das auch verweigert, na super.
So. Ach, das war mit der Behandlung. Und so, wo ist jetzt hier Milor? 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 Oder Felix? Hier sind die Samen, Vivian. Bring sie schnell zu Björn und Agneta. Beeil dich. Warum ich so rumstresse? Hast du Agneta? Ach so. Hast du Agneta schon mal böse kennengelernt? Nicht? Willst du auch nicht erleben, Vivian. Ja, Deutsch ist eine sehr schwierige Sprache. Okay. Ich wusste gar nicht, dass wir da noch was aufhaben. Ich weiß irgendwas von einer Motorsäge, aber sollten wir zurück zu dem Dingensbummens laufen? Laufen, reiten? Das wusste ich gar nicht. Na gut, da werden wir dann mit dem Transporter nochmal nach zum Weingut reiten oder beziehungsweise fahren in dem Sinne. Werden die Samen abgeben und werden uns dann nach Moorland aufmachen und den Brief von der lieben Sabine an Justin übergeben. Ich vertraue der aber irgendwie nicht. Die hat sowas ganz Zwielichtiges an sich. Die ist bestimmt die Tochter vom Herrn Campbell. Oh nee, ich glaube, wenn seine Tochter Pferdefreund ist, ich glaube, das würde ihm nicht so gut gefallen. Und eigentlich wollte ich ja auch irgendwann mal zur Starshine Range, was ja auch jetzt irgendwie in Vergessenheit geraten ist, oder beziehungsweise bin ich gar nicht dazu gekommen, dort überhaupt, oh Gott, hinzureiten, weil mir irgendwas dazwischen gekommen ist. Aber ich habe es immer noch auf dem Schirm und eines Tages, wenn wir mal Zeit haben und alles hier abgearbeitet haben, werden wir uns zur Starshine Range begeben. Und vielleicht, oder ich gehe mal davon aus, treffen wir dann auf Lisa. Ich muss ja auch ehrlich dazu gestehen, Alex heißt ja mit Nachnamen ja Cloud Mill. Und ich habe das erst jetzt mitbekommen, dass ja James ihr kleiner Bruder ist. Und ich glaube ja auch in dem PC-Spiel. Gab es, glaube ich, auch mal eine Mission mit ihm. Wenn mich nicht alles täuscht. So. Ach ja, Agneta muss jetzt runterreiten. Oder heißt oben die Laune, dass mein Pferdchen eventuell krank werden kann? Oder die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass Nightstar dann vielleicht irgendwie eine Erkältung hat? Ich habe mich ja um ihn gekümmert. Ich habe ihn ja gestreichelt, habe ihn gefüttert, gebürstet, die Hufe ausgekratzt, ihm was zu trinken gegeben. Ich bin mal jetzt ja hier. Okay, gut. Das ist nicht sehr förderlich. Ich bin ja auch mal. Hat ihr die nicht eigentlich die Motorsäge irgendwie verwendet? Die liebe Agneta? Hallo Vivian, du hast die Samen von Felix? Oh, er ist so fürsorglich, dieser Kerl. Es haben wir was zu pflanzen. Endlich bist du da. Jetzt werden wir die Samen dieser schönen Blumen einpflanzen, deren ganze Pracht sich bald entfalten und uns mit der Freude des Gartenbaus entzücken wird. Oh, mir wird ganz schwindelig vor Aufregung, Vivian. Das ist der beste Tag meines Lebens. Ich glaube, ich werde ohnmächtig. Plumps. Er ist wirklich ohnmächtig geworden. Wer sind Sie? Oh, und wir pflanzen jetzt los. Beeilung, Vivian. Mir ist ein wenig schwindelig. Ich glaube, ich brauche etwas Ruhe. Aber nimm doch du die Samen und pflanze sie in die Erde ein. Das mache ich gerne für dich, Björn. Kein Ding. Aber das war doch alles schon zugedingst.
Oder hat der Arm mir erst. So, ich glaube, das war ja oben erst, ne? Oben hatten wir erst die Ketten- oder Motorsäge genommen. Genau, stimmt. Ach, ich muss absteigen. Ja. Wer hätte es gedacht? Ich hoffe, ich kriege dafür aber auch wirklich dann eine anständige Belohnung. Nun sind wir noch ein Stück weitergekommen. Jetzt müssen die Pflanzen nur noch gedeihen und vielleicht gegossen werden, gedüngt werden, je nachdem, was es für anspruchsvolle Pflanzen sind. Und dann müssen wir bestimmt noch hier die ganzen anderen noch bepflanzen. Fantastisch, Vivian. Ich sterbe fast vor Spannung. Wann fangen sie endlich zu sprießen an? Wie soll ich das aushalten? Ich glaube, ich explodiere vor Aufregung. Halt, das ist nah genug, Vivian. Näher musst du mir nicht mit deinem kleinen Gaul kommen. Ich bin gerade am Rohre reparieren. Hier in diesem alten Schrottplatz sind die Rohre von so schlechter Qualität. Es ist furchtbar. Sie gehen ohne Pause kaputt und ich habe keine Zeit, sie andauernd zu reparieren. Björn ist völlig nutzlos bei sowas wie bei jeder anderen Arbeit, falls du es noch nicht bemerkt hast. Und wie sieht's mit dir aus, Vivian? Bist du auch völlig nutzlos oder bereit, etwas zu schuften? Du kannst das? Gut, Freundchen, dann gehörst du zu den nützlicheren Kontakten. Sowas sehen wir gerne hier. Hier kriegst du mein Zeug, meinen Klempnerkasten. Sei ja vorsichtig damit, das Zeug ist sehr teuer. Nimm es in den Sonnengarten und repariere den Rohrbruch und komme dann wieder zurück. Klar, das ist kein Wellnessurlaub, aber dafür ehrliche, harte Arbeit. Ja, und nur 5 Schillinge kriege ich dafür. Frechheit. Das ist eine Frechheit. Wo sind jetzt hier die Rohre? Nightstar? Oder soll das gar nicht so sein mit den Bäumen hier? Ach, hier sind die Rohre. Ich bin ja gelernte Klempnerin. Ich muss auch wieder absteigen, um das benutzen zu können. So. Gut, Vivian, jetzt fließt das Wasser wieder und niemand wird mehr verdursten hier. Hör mal, Vivian, das große Geheimnis dieses Gartens ist meine Erfindung, mein Superdünger, den ich entwickelt habe. Mit ihm wachsen die Blumen in kürzester Zeit. Du dachtest wohl, dass ich nur gut im Umgang mit Kettensäge und Holzhacken sei, aber falsch gedacht. Dieser Kopf hier ist nämlich der Stamm, auf dem alles fußt. Als ich früher im Jorvik-Stall von früh morgens bis spät abends im Ausmisten war, habe ich bemerkt, dass da irgendwas aus dem Misthaufen drüben gewachsen ist. Also habe ich eines Abends ein paar Samen auf den Haufen geworfen und als ich am Morgen wiederkam, war der ganze Haufen mit Tulpen bedeckt. Also fragte ich Hermann, den Manager dort, du, Hermann, du hast doch keine Verwendung für diese Gülle, oder? Kann ich die dir nicht zu einem günstigen Preis abkaufen? Und dann sagte der Hermann, ja, natürlich. Und jetzt habe ich das Privileg, den besten Mistlieferanten direkt vom Jorvik-Stall zu haben. Da werden unsere Blumen aber wachsen. Und du, Vivian, was stehen wir denn hier rum und verschwenden wertvolle Zeit, wenn wir stattdessen arbeiten könnten? Hier, nimm diesen Sack voller Superdünger und verteile ihn auf den Beeten drüben im Sonnengarten. Ja, ich weiß, er duftet nicht nach Rosen, aber setz dir eine Wäscheklammer auf die Nase, wenn du nicht damit klarkommst. Nun gut, da werden wir das mal erledigen. Wieder einmal. Eigentlich könnte man in diesem Spiel auch mal einen Schrittzähler einbauen, um zu wissen, wie viele Schritte oder ja, Pferdeschritte man getätigt hat. Das würde mich mal interessieren.
So, jetzt kommt der Superdünger. Und dann werde ich vielleicht noch eine Aufgabe für die liebe Agneta machen. Würde dann mich, wie gesagt, zum Molanstall aufmachen. Damit wir nicht die ganze Folge hier hinhängen. Gut gemacht, Vivian. Jetzt nur noch abwarten und meinen Superdünger seine Wirkung entfalten lassen. Komm morgen einfach wieder vorbei. Ja gut, da hat sich das ja. Ja, da hat sich das ja wieder erledigt. Sehr schön. So, da werden wir jetzt noch die Transportbox nehmen. Stimmt, dann kann ich nämlich auch im Molanstall, muss ich ja sowieso mit, ich glaube, Maya reden, wegen dem Pony namens Lynsk. Und vielleicht kriege ich das ja auch geschenkt. Dann müsste ich mir nicht mal einen Pony kaufen und könnte dann einfach mit Lynsk, ganz komischer Name, die Ponystrecke machen. Da hätte ich nämlich ganz viel Geld gespart. So, Molanstelle. So, da bin ich wieder. So, Maya. Ah, oh, es ist eine Megakatastrophe. Lynx ist verschwunden. Lynx muss sich die neuen Hufeisen noch einlaufen, also habe ich ihn kurz draußen festgebunden, damit er sich beruhigen konnte. Dann hat mich eines der Stallmädchen um Hilfe gebeten. Ich schwöre, ich war höchstens eine Minute weg. Aber da war er schon nicht mehr da. Spurlos verschwunden. Wie konnte er sich überhaupt losreißen? Was hat dieses spitzbübische Pony sonst noch für geheime Kräfte? Ach, wie soll ich ihn bloß finden? Er könnte schon auf dem halben Weg nach Fort Pinta sein. Was soll ich denn Thomas sagen? Hey, Boss, dein neues Pferd ist übrigens spurlos verschwunden. Niemals. Das kann ich doch nicht zugeben. Echt jetzt. Er würde mich nie wieder mit den Pferden arbeiten lassen. Was? Du würdest mir wirklich helfen, ihn zu suchen? Damit rettest du mir das Leben. Zuerst einmal sollten wir herumfragen. Irgendjemand muss doch etwas gesehen haben. Wir teilen uns auf und dann treffen wir uns wieder hier. Viel Glück, ja. So, Justin, ich habe eine, oder nicht ich habe, du hast eine heimliche Verehrerin. Hallo, wir haben es ja schon lange nicht mehr gesehen. Ein Brief für mich? Echt? Von wem denn? Dir geht es also gut auf dem Landgut? Das ist schön. Fühl dich nicht gedrängt, hierher zurückzukehren, solange sie dich dort brauchen. Soweit ich weiß, suchen sie verzweifelt nach Hilfe, seit diese Linda verschwunden ist. Also, sie ist ja nicht verschwunden, die ist ja nur weggegangen. Naja, dann werde ich diesen Brief mal aufmachen. Hey, warte. Das ist was zum. Ich weiß nicht, was ich. Weißt du was? Ich muss sofort los. Dieser Brief, falls das stimmt, dann. Hör mal, ich kann nicht bleiben. Du musst meinem Vater sagen, dass ich auf einer Reise gehe. Machst du das? Es ist mein Großvater. Das scheint wichtig zu sein. Sag Thomas sofort Bescheid. Okay. Ja, warum stehst du denn noch hier, Justin? Es tut mir leid, aber ich habe nichts gesehen. Na, das ist mir schon so ein bisschen bewusst. Ah, hat auch nichts gesehen. Gut, mach mal jetzt so nebenbei. Dann dürfte eigentlich Nightstar noch einen 250 XP Wettbewerb machen, dann dürfte er eigentlich aufsteigen.
Wo ist halt die Frage, ob ich das offline mache. Dass ich jeden Tag meinen süßen Nightstar verpflege, die Rennen abklapper. Aber das ist halt auch blöd, weil, ja, dann hat, keine Ahnung, dann bin ich halt, nehme ich halt die nächste Folge auf und dann habe ich halt ein 2 Level höheres Pferd dann. Auf einmal ist das natürlich auch ein bisschen unschön. Und wir müssen noch die Windmühlenreitstrecke machen. Fällt mir gerade auch noch so nebenbei ein. So, wir haben es geschafft. Loretta, wir waren erfolgreich. Oh, okay, Loretta hat auch nichts gesehen. Dann machen wir nochmal kurz hier die Tannen. Ja, vielleicht reichen auch 125 XP-Punkte. Ich fühle mich schon so ein bisschen underdressed, wenn ich immer die anderen Spieler sehe. Und ich habe halt noch so ein kleines Hubbelpferdchen. Und habe hier noch irgendwie meine ganze Kleidung zusammengeschustert, die halt die besten Werte irgendwie bringt. Na, vielleicht mache ich auch mal eine Einkaufssession. Eine Einkaufsfolge. Weil mein eigentliches Ziel so ist, so von meiner Perfektion her, dass Vivien und Nightsa halt die gleiche Stufe immer haben. Aber ich glaube, das ist relativ schwer zu erreichen. Da müsste ich ja wirklich dann 2 Tage nur Nightsa jetzt hochleveln. Ach, das ist so ein schönes Pferdchen. Und Vivien komplett außen vor lassen. Das sind ja auch riesen Dinger. Ja, fast. Okay, also hat niemand was gesehen? Was ist? Das hat uns ja nicht wirklich geholfen. Was machen wir nun? Keiner scheint etwas gesehen zu haben. Wie kann man ein entlaufenes Pferd nicht sehen? Oder ich habe es ja auch aus den Augen verloren. Aber trotzdem, irgendjemand muss es ja gesehen haben. Du hast eine Idee, sagst du? Super Idee, Vivien, dass ich selbst nicht daran gedacht habe. Wir sehen noch, ob wir Hufabdrücke von Lynx finden. Nachdem er doch neue Hufeisen hat, wird es leichter sein, seine Abdrücke zu erkennen. Ach so. Wird's das sein? Normalerweise müsste ich doch auf dem Boden sehen, oder? Okay. Du hast Hufspuren am Boden gefunden. Sie sehen anders aus als die anderen. Könnten sie möglicherweise von Lynx sein? Du bist ja nicht ganz sicher, aber es lohnt sich wohl, dieser Spur zu folgen. Wie Maya gesagt hat, unterscheiden sie sich von den anderen. So, und jetzt? Von 25 natürlich. Auf Gestein sollten ja eigentlich Hufspuren gar nicht mehr zu sehen sein. Also könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass man da noch irgendwas. Oh Gott, das muss ich ja auch erstmal entdecken. Das ist bestimmt beim Leuchtturm, oder? Sehe ich doch hier irgendwas, oder? Ach, das Picknick. Ach, das sieht man ja schon. Das freche Pferdchen.
Du hast links gefunden. Er starrt dich an und hat offensichtlich kein großes Interesse, dir zu folgen. Wie alle sagen, scheint Lynx ein sehr stures, ungezogenes und lebhaftes Pferd zu sein. Zucker wird nicht ausreichen, um ihn zurückzulocken. Was sollst du tun? Er sieht dich an und plötzlich weißt du es. Um Lynx zurück zum Stall zu bringen, müsst ihr gegeneinander antreten. Ein Pferd wie Lynx liebt die Herausforderung und will zu einem Rennen nicht Nein sagen. Du Nightstar, macht euch bereit. Wer ist schneller? Ihr oder Lynx? Wer ist als erstes beim Stall? Lynx schnopft eifrig. Er ist bereit für die Herausforderung. Bist du auch bereit? Natürlich bin ich bereit. Los, Nightstar, los. Los. Halt, der ist doch voll schnell. Vor allen Dingen, der kennt ja sogar den Weg dorthin. Ich muss ja hier immer gucken, wo ich. Ist ja voll unfair. Ich mache immer viel zu große Kurven. Das ist ja unfair. Warum ist denn der so schnell? Der ist doch viel kleiner als ich. Das ist ja voll erniedrigend für mich. Hä? Hä? Ich hab das doch. Jetzt muss ich wieder hier hoch, oder? Ist es der Ernst? Ist es wirklich der Ernst? Gut, nee, das mache ich nur. Ich mache das erst, wenn Nightstar hier Level 6 ist. Das ist mir jetzt egal. Nee. Da reite ich schon mal Fort Pinto oder irgendwie sowas und dann habe ich meine 6 davor stehen. Stimmt's, Thomas? Warte, warte. Was sagst du da? Sein Großvater? Oh, das kann doch nicht wahr sein. Bitte lass das nicht passieren. Justin kann unter keinen Umständen sein. Mein, das ist schlecht. Richtig schlecht. Wir müssen Justin aufhalten. Keine Zeit zu verlieren. Okay. Gut. Wo muss ich denn jetzt hin? Muss ich zum Mondanstall? Ja, anscheinend schon. Hat aber auch ein schönes Pferd. Ach, der ist bestimmt. Ach ja. Beziehungsweise habe ich jetzt eine neue Theorie. Dieser Brief war nur dazu gedacht, Thomas und Justin abzulenken von einer etwas größeren. Das ist nicht Katastrophe, aber die tun bestimmt im Hintergrund irgendwas auskaspern. Hier die Sabine und wer auch immer mit zu ihr gehört. Und damit die das nicht mitbekommen, haben die diesen Brief in Umlauf gebracht, damit die sich erstmal um den Justin kümmern oder um den Großvater. Das ist auch jetzt nicht wirklich passiert. Er ist weg. Mein Sohn ist weg. Das werde ich mir nie verzeihen. Ja, gut, Thomas, ja. Ich weiß nicht, was ihr für Familienfäden habt, so gegeneinander oder gegenseitig. Das ist ja wirklich, ich meine, nicht mehr zum Aushalten. Aber wir werden erst in der nächsten Folge herausfinden, was denn so genau das Problem ist, dass Justin nicht seinen Großvater besuchen darf. Was vielleicht auch hinter diesem Brief steckt, was vielleicht auch da drinnen stand, was Sabine eigentlich im Schilde führt und werden wir es schaffen, Nightstar endlich auf Stufe 6 zu bringen. Das alles werdet ihr in der nächsten Folge erfahren. Also bleibt dran oder beziehungsweise schaltet wieder in der nächsten Folge ein, wenn wir Star Stable Online spielen. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge.